jetzt hier rechts das Restaurant. Da. Warte. Nee. Nee, noch weiter. Siehst du, es ist real so. Es ist real so, wie ich euch erzählt habe. Es ist echt so. Echt so, so ist es. Ja, Chico, ja, ja! Und da vorne geht die Leute Unkraut. Chico, jetzt tut's gerade was. Dankeschön für die Einladung. Schmeckt's dir jetzt? Super. Ist das gut? Super, ist es. Kriegst du mal ein paar Laufschuhe. Oh. Lassen wir. Wieder dieser eine Moment, wo du nicht weißt, was machst du jetzt beim Gastgeber. Oh, ist das, habt ihr einen süßen Hund? Mama sagt, lass ihn so süß. Mensch, toll. Klasse. Doch, guck mal. Nein, die hat nur bei dir gemacht. Ja, weil deine Mutter mich ganz besonders arg liebt. Ja, wirklich. Habe ich recht, Mariana? Ja, du hast recht, Jens. Boah, ist das ja, das ist echt süß. Und da kommen ja noch Geschenke von Raffi. Ja. Ist das Wahnsinn. Auch das einzige Wohnzimmer, bei dem man gesagt hat, komm, wir bauen noch eine Bühne einfach rein für Auftritte. So, ich hab's euch gesagt. Tegernsee. Meine Schwiegereltern. Alles, die Leute, die das Schiff gesehen haben, es ist genau so, wie ich es natürlich war. Der Aufgang in die Gemächer. Sind die im Bett? Guck mal. Frau da. Draußen stürmt's. Blick auf See. Mach mal auf, Tür, dass die Leute mal sehen. Alter! Blick aufs Wasser. Ah, oh, guck mal. Komm, mach zu. So. Hund rammelt normalerweise den Teddybär. Er hat dann am Ende noch seine Ejakulation an ihm vollzogen. Schön. Es war ein schöner Abend. Schatzi, vor ein paar Jahren waren wir hier noch im Wasser. Ja, krass, gell? Jetzt steht ein kleiner Whirlpool da drin. Gehen wir halt in den. Hey, ich muss sagen, das ist das erste Mal, wir sind hier im Tegernsee, in einer ganz bekannten Stube, im Braustöbel. Und ich muss euch sagen, es ist das erste Mal, dass es wieder so nach langem sich wie Urlaub anfühlt. So kurz, seit gestern versuche ich so in Turbogeschwindigkeit einfach runterzukommen. Und das klappt. Also ich fühle mich so wie wirklich, wie wenn ihr mich schon vergessen habt. Ne? Ich bin im Urlaub. Hier, guck mal. Guck mal hier, die Einheimischen. Die tragen besondere Kleidung. Hier ist eine Ruhe, ich sag's euch. Ich will euch einen Tipp geben. Es ist unglaublich. Atze Schröder im Podcast. Wie kann man so sein? Guckt euch das Reel an. So eine Drecksau. Guck. Aber nicht mitschreiben hier, Atze Schröder, ne? Nee. Man hört im Hintergrund auf jeden Fall irgendwie so eine Art Filzstift. Man hat den Stift gehört. Aber keine Sorge, Atze, du kriegst ja deine eigene Sequenz. Banane. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Oh, wie viele Leute mich jetzt wieder hassen. Es ist der Wahnsinn. Es ist nur Spaß, Freunde. Ich bin kein Fußballfan. Aber muss sagen, in der Allianz Arena war ich mal eingeladen von Sport 1, da oben irgendwo, links in der Loge. Und ich weiß, wie es dann gut geschmeckt. Aber genauso liebe ich auch Dortmund. BVB, ole, ole, nee, das ist KSC. Oh, siehst du mal, ich liebe die alle. Oh, Baby. Ja, wir nehmen alles. Na klar. Oh, die letzte nehmen wir auch. Oh, jetzt geht's hier los. Jetzt ist hier aber schön. Raffi, hast du Spaß? Christmas Tree, oh my God. Mann, er will Spaß, sag's dir. Die Flaschen schon. Sagt er, ich wirklich toll. Und ich freue mich auch, wenn ich eure Story-Verlinkung sehe, wie viele gerade auf meinem Glühwein am Start sind in den Familien. Mensch, habt Spaß und denkt an Weihnachten. Keine Schlägerei, okay? Auch keine Familienstreitereien. Einmal sich ein bisschen zügeln. Frohe Weihnachten. So, wir sitzen hier noch auf eine Flasche Wein. Der gute Gewürztraminer. Und morgen wird hier gespielt. Stadtland. Vollpfosten. Einfach toll. Weihnachten macht so viel Freude. Nur die Leber.
Macht irgendwann nicht mehr mit. Ciao. Oh, Mensch, wenn du entspannt aus dem Gästezimmer. Hier ist mir was los. Ich wollte doch nur Mittagsschlaf machen.